1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Sagst du mir, wann ich dann loslegen soll? Okay. Guten Abend, können Sie mich hören? Ja? Guten Abend, herzlich willkommen. Es ist sehr schön, so viele besetzte Stühle hier zu sehen. Wobei wir nicht wissen, ob die nächste Veranstaltung hier stattfinden wird. Insofern genießen wir das, was wir heute noch genießen können, nämlich dieses Beisammensein und auch endlich mal einen Autor live zu sehen und zu hören und nicht nur online, wie das die letzten Jahre, Monate, Wochen gewesen ist. Ich begrüße Sie heute im Raum des Koppele Forums und in Zusammenarbeit, in Kooperation mit dem Kulturreferat der Russlanddeutschen für Russlanddeutsche zur Lesung und zu einem Gespräch mit dem Autor Sergei Lebedev, der bei uns heute seinen neuen Roman Das perfekte Gift vorstellen wird. Wir sind schon so ein bisschen ein eingespanntes Team. Wir haben schon ein oder zwei Lesungen gemeinsam gemacht. Und das letzte Buch, das wir gemeinsam besprochen haben, da ging es um die deutsch-russische Familie von Sergei Lebedev. Davor hat er ein Buch geschrieben über den Terror im Gulag. Und jetzt schreibt er über einen Überläufer, über KGB-Agenten und über Giftmorde. Und siehe da, es passt auch in unsere Zeit. Ein paar Worte zu dem Roman. Es geht also um einen Überläufer, der
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion geflohen ist und trotz neuer Identität und auch plastischer Chirurgie erwischt wird, angeblich an einem Wespenstich stirbt. Aber Experten finden heraus, dass es sich dabei wohl um einen chemischen Stoff handelt, der so perfekt ist, weil er überhaupt nicht nachgewiesen werden kann. Und dieses Gift hatte Chemiker Kalitin, so eine der Hauptpersonen im Buch, erfunden. Und der wird nun von zwei Geheimdienstagenten, ja, nicht gejagt, aber er soll eher um die Ecke gebracht werden, formulieren das mal so. Wir haben also zwei Stränge im Roman. Erstens die Entwicklung des Gifts und gleichzeitig so einen geplanten Mordanschlag. Und damit Sie eine Vorstellung davon haben, weil Sie lesen das Buch dann ja, denke ich mir, alle in der deutschen Übersetzung, aber damit Sie hören können, wie das Buch klingt, wie der Roman klingt, wenn der Autor es in russischer Sprache vorliest, haben wir Sergej Lebedev gebeten, ein paar Auszüge auf Russisch vorzulesen. Верин уже давно свыкся с тихими затяжными болезнями, сопутствующими близящейся старости. Но летом он ощущал тяготы, муки тела гораздо явственнее, чем в другие сезоны. Они созревали, набирали силу к концу августа, к очередной годовщине побега. Терзали суставы, сосуды, зрачки и легко уходили ранней осенью, когда спадала жара и успокаивался барометр. «Может быть, так действует смертный приговор, вынесенный in absentia?» – шутил он сам с собой, чувствуя на губах полынный вкус отсроченной смерти. «Или это тело мстит мне?» – думал он. «Мстит за новое лицо, созданное пластическим хирургом, за удаленные лазером памятные шрамы и родинки. Все помнит и нарочно подгадывает месть к дате бегства. От контактных линз, изменяющих цвет глаз, постоянно конъюнктивит. Ноги ноют от вставок в ботинках, увеличивающих рост. Волосы стали ромкими, выпадают из закраски. Быть другим – ежедневный, тяжелый труд. А он все никак не привыкнет. Das war der Überläufer. Und jetzt kommt derjenige, der für das Gift zuständig ist, das den Überläufer zur Strecke gebracht hat. Es geht jetzt um Kalitin. Kalitin, am Anfang geht es darum, dass ein bisschen wird beschrieben, wie er in einer Stadt aufgewachsen ist, in einer sogenannten geschlossenen Stadt. Das ist eine Stadt, die auf der Landkarte nicht existiert, die von einem hohen Zaun umgeben wird, in die man nur mit Sondergenehmigung ein- und ausreisen kann. Und dort leben die Eltern des jungen Kalitin und ein geheimnisvoller Onkel Igor, der in einer sehr großen Wohnung im einzigen teuren Hochhaus der ganzen Stadt lebt. Und dieser Onkel soll Kalitin zu einer Karriere verhelfen. Er soll ihm die Möglichkeit geben, die Universität zu besuchen und danach womöglich übernommen zu werden. Die beiden treffen aufeinander und dann findet das folgende Gespräch statt. Ich beschreibe vielleicht ein bisschen, wie die Stadt aussieht, damit Sie auch eine Vorstellung davon haben. Beim Abschied im Flur sagt Onkel Igor beiläufig, die Empfehlung für die Spezialfakultät kriegt er von mir, aber unter einer Bedingung. Er soll morgen früh zum dritten Portal kommen. Ich kümmere mich um den Passierschein. Sowohl die Eltern als auch der Junge sind verblüfft. Das dritte Portal des Instituts. Es gibt nur drei. Jeder im Städtchen kennt sie. Da ist das erste, mit breiten Toren für Autos und zerkratzten Drehkreuzen für die Mitarbeiter. Vor dem Passierscheinbüro eine Warteschlange, jemand versucht über die interne Leitung das taube Telefon von jemandem drinnen zu erreichen. Dickbäuchige Türsteher mit Revolvern in schäbigen Holstern überprüfen die Papiere. Es riecht nach Schweiß, nach Langeweile, nach der sauren Kohlsuppe der Kantine. Das zweite Portal benutzt Vater, wenn er zur Arbeit geht.
Die verglaste Vorhalle des Instituts liegt hinter schweren, gerafften Vorhängen verborgen. Und nur wenn sich die Türen für einen Moment öffnen, kann man die graue Marmorhalle erspähen. Die Wächter in grauen Jacketts. Die Passierscheine aus Pappe, die beim ersten Ausreichen, nutzen hier nichts. Nur solche, wie Vater sie hat, mit Passfoto in dunkler Kunstlederhöhle. Und das dritte. Das dritte Portal war einfach eine Eisentür mit Klingel. Eine Tür an der backsteinernen Stirnseite des Gebäudes ohne Fenster. Irgendwie weiß jeder, dass dahinter dasselbe ist wie hinter den anderen beiden. Der innere Kreis des Instituts. Das Städtchen im Städtchen. Am dritten Portal dürfen Autos nicht halten. Sofort kommt ein Verkehrspolizist. Im näheren Umkreis gibt es kein Gebäude mehr mit mehr als zwei Stockwerken. Für wen jedoch das dritte Portal gedacht ist, wer dort die Ankommenden in Empfang nimmt, das weiß niemand. Und wer es weiß, der schweigt. So, und da kommt der Junge an, klingelt, wird in dieses Gebäude geführt und da findet folgende Unterhaltung mit seinem Onkel. Der Junge steht da, lauscht jedes Wort seines Onkels. Dein Vater ist ein guter Chemiker, sagt Onkel Igor, aber er hat Angst vor dem, was er erforscht. Angst. Deshalb werde ich ihn nie in mein Labor holen. Und du? Hast du Angst? Nein, antwortet er ohne Nachdenken. Mach sie auf, die letzte da. Onkel Igor zeigt auf die Spinntüren. Der Junge öffnet sie. Dort liegt etwas eingezwängt zwischen die Außenwände. Ein grüner Gummianzug, der mit einer Gasmaske vernäht ist. Er zieht ihn heraus. Schwer ist er. Rutschig vom Talkumpuder. Und für ihn sieht er aus wie die von einer Schlange im Vorjahr abgelegte Schuppenhaut. Zieh ihn an, sagt Onkel Igor. Irgendwie schlüpft er mit den beiden Beinen in die Gummihose, wirft sich dem Schutzanzug über. Ein enger und steifer Kragen drückt gegen seine Kehle. Seine Handgelenke werden von Manschetten eingeschnürt. Er kann kaum atmen. Dunst steht ihm vor Augen. Onkel Igors Hände strecken seinen Rücken, schließen die Wirbelsäulennaht, binden die überlappenden Riemen an den Beinen fest. Und nun steckt er fest in diesem Gummileib, als wäre er ein lebendes Jungtier im Kadaver eines krepierten Reptils. Dreh dich um, schau in den Spiegel, dringt Onkel Igors Stimme zu ihm wie aus der Ferne. Er macht einen ungeschickten Schritt, als würde er gerade erst laufen lernen, setzt die sperrigen Stiefel einen für den anderen. Verzweifelt will er heraus aus diesem Gummileib, aus dessen glitschiger, tödlicher Umarmung. Schau dich an, hörte erneut Onkels Igors dumpfe Stimme. Durch die beschlagenen Sichtscheiben der Maske erblickt er mit Mühe den Spiegel. Ein Monster sieht ihn an. Ein schreckliches Sumpfungeheuer mit dummen, runden Augen. Mundlos, gesichtslos. Allem Lebendigen fremd, nichts und niemandem ähnlich oder verwandt. Er, ein anderer, ein besonderer, unerkennbar. Und auf einmal fühlt der Junge, wie ihm dieser Schutzanzug eine unbeschreibliche Ruhe und allerhöchste Geborgenheit schenkt. Die Gummifalten drücken nicht mehr. Der Hals hat sich an den Würgegriff des Kragens gewöhnt. Der Junge steht da, spürt das Gewicht von vielen Kilogramm Gummi nicht, meint zu schweben. Das etwas im Spiegel, das ist er. Und er will, dass diese Verschmelzung nie endet. Das ist betörender als Onkel Igors mit Orden behängte Uniform. Heftiger als alles, was er je zuvor empfunden hat. Herr Lebedev, wir werden bei Ihnen so Zeuge einer Verwandlung. Ein Junge wird zum Chemiker, er findet ein Nervengift, das gegen Andersdenkende, gegen Staatsfeinde eingesetzt werden kann.
Und irgendwie ist er auch faszinierend, böse und faszinierend. Kann man festmachen, was ihn zu diesem bösen Menschen macht? Это история, на самом деле, и моя история тоже. Когда я начал думать о книге про людей, которые создают современных монстров, я вспомнил один сюжет из моего советского детства. Diese Geschichte ist auch meine Geschichte. Und als ich angefangen habe zu überlegen, wie ich ein Buch kreieren, erschaffen kann über Menschen, die moderne Monster wiederum erschaffen, da habe ich mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit erinnert. В моем детстве был такой дядя Игорь. Он действительно жил в прекрасной квартире. Он был очень тонким знатоком литературы, музыки. В его доме были очень необычные, изысканные ритуалы домашней жизни. И самое главное, он был самым несоветским человеком из всех, кого я знал. Он жил так, как будто бы он не дышит воздухом Советского Союза. Он был очень свободным. In meiner Kindheit gab es auch so einen Onkel, der hieß Onkel Igor, und er lebte in einer wunderschönen Wohnung. Er war ein sehr feiner Mensch, er kannte sich in der Literatur aus, er kannte sich in der Musik aus, er hatte zu Hause sehr feine, exquisite Rituale, denen er gefolgt hat, und vor allem, da war der unsowjetischste Mensch, den ich je gekannt habe, als ob er nicht diese sowjetische Luft eingeatmet hätte, die wir alle eingeatmet haben. Да war irgendwie frei. И он для меня представлял и загадку, и соблазн. Я чувствовал, что он отдельный. Я хотел понять, как становятся такими отдельными людьми, где записывают в эти люди, как можно получить такую биографию и такую свободу. Und er war für mich gleichzeitig ein Geheimnis und eine Versuchung. Er war irgendwie anders. Und ich wollte natürlich wissen, wie wird man so anders? Wo kann man sich einschreiben, anmelden, um so anders zu werden? Wie bekommt man so einen Lebensweg, so eine Biografie? Wie wird man so frei? И как наивный советский ребенок, я думал, что он, наверное, писатель. Или, может быть, театральный режиссер. Или, может быть, режиссер кино. Потому что в моем представлении в Советском Союзе только эти люди могли обладать такой легкостью отношения к жизни. Und ich, so wie ich war, ein naives Kind, ich dachte, naja, der muss irgendwie ein Schriftsteller sein oder ein Theaterregisseur oder ein Filmregisseur, weil in meiner Vorstellung waren nur diese Menschen mit diesen Berufen, konnten sie so frei sein, diese Leichtigkeit empfinden. Потом мы когда началась перестройка, да, когда распался Советский Союз, мы потеряли с ним связь, контакт, он ушел из жизни. И очень много лет спустя, уже после его кончины, в совершенно случайном разговоре наш общий знакомый спросил меня, а ты знал вообще, чем занимался дядя Игорь, кто он был по профессии? Und erst Jahre später, als die Perestroika schon voranschritt und die Sowjetunion auseinandergefallen ist und ich einen jeglichen Kontakt zu diesem Onkel Igor verloren habe, dann ist er gestorben. In einem zufälligen Gespräch mit einem Bekannten fragte mich diese Bekannte, wusstest du eigentlich, was er vom Beruf war? И ответ был, ну, вообще-то он был генерал-майор армии. И военный биолог, который занимался разработками биологического оружия. Und die Antwort war, der war Armeegeneral, eigentlich war er Militärbiologe und er entwickelte Biowaffen. И тот человек, которого я знал как ребенок, не имел ничего общего с этим вторым человеком, которого я узнал после его смерти.
Und dieser Mensch, den ich als Kind gekannt habe, hatte nichts Gemeinsames mit diesem Menschen, den ich eigentlich nach seinem Tod erst kennengelernt habe. Но одновременно мы прекрасно понимаем, чем была оплачена его свобода, его легкость, его интеллектуальные привычки и весь тот прекрасный воздух, который меня так очаровывал. Und gleichzeitig verstehen wir natürlich, wie seine Freiheit bezahlt wurde, wie seine Leichtigkeit bezahlt wurde, wie diese wunderbaren intellektuellen Gewohnheiten bezahlt wurde und diese Luft, die er eingeatmet hat. Я думаю, что зло возникает там, где человек понимает, что у него есть эти прекрасные научные амбиции, но за них тоже нужно заплатить служением. Не людским, не человеческим целям. Und das Böse kommt dann und dort, wo ein Mensch versteht, ja, ich habe diese wissenschaftlichen Ambitionen, aber dafür muss ich bezahlen, indem ich etwas Unmenschlichem diene. Да, и мы вот между нами, да, есть третий человек, который начинал именно так, и страшнее вещи, чем он создал, представить вообще нельзя. Но дальше он заплатил второй жизнью и второй судьбой за то, что он сделал в первый. Und zwischen uns gibt es auch einen dritten Menschen, der eigentlich verstanden hat, was Böses er alles getan hat. Und das war auch wirklich böse. Aber das, was er quasi als erster Mensch getan hat, hat er dann als zweiter Mensch mit dem Leben und mit all diesen Dingen bezahlt. Да, потому что именно в 20 веке наука впервые дала тоталитарным режимам средства, несравнимые со всем тем, что мы имели в 19, 18, 17 и так далее. Эти средства действительно поставили вопрос о нашем выживании как рода человеческого. И эта ответственность невероятна. Und tatsächlich, erst im 20. Jahrhundert gab es durch die Wissenschaft solche Mittel, die den totalitären Regimes zur Verfügung standen, die es weder im 17. noch im 18. noch im 19. Jahrhundert gab. Und diese Mittel haben uns vor die Frage des Überlebens als überhaupt als Menschheit gestellt und gleichzeitig werfen sie oder verpflichten sie uns zu einer sehr großen Verantwortung. Das heißt, das totalitäre Regime hat, also hat die Umstände geschaffen, die perfekt wurden für die Arbeit. Александр Солженицын. Роман «В круге первом». Also Александр Солженицын, ich weiß nicht, ob das die richtige deutsche Übersetzung ist, im ersten Kreis, oder wie heißt es? Im ersten Kreis der Hölle, okay, ich kann hier die deutsche Übersetzung nicht. Самый главный текст русской литературы, который все эти вопросы ставит. Да, текст, который описывает специальную тюрьму для ученых, из которых есть два выхода. Либо выход коллаборации, сотрудничества, изобретения всех тех вещей, в которых нуждаются органы государственной безопасности, либо другой выход в лагерь, в дантовскую тьму, вниз по кругам исчезновения. Und das ist einer der wichtigsten Texte der russischen Literatur, der all diese Fragen eigentlich beantwortet. Da gibt es ein extra Gefängnis für Wissenschaftler und aus diesem Gefängnis gibt es eigentlich nur zwei Wege. Ein Weg, das ist die Zusammenarbeit, die Kollaboration mit dem Staat, mit den Sicherheitsorganen. Und der zweite Weg, das ist das Lager, das ist das Gefängnis, das ist die dunklen Kreise der Höhle von Dante. Man kann sagen, das ist Probirka. Это некий сосуд, абсолютно искусственно созданный, в котором проявляется человек как в худшем, так и в лучшем. И, как мы знаем, герой Солженицына, как и сам Солженицын, дает очень внятный ответ. Лучше в лагерь.
Und in einem chemischen Glas kann man Experimente machen. Da zeigt sich auch ein Mensch und seine guten Seiten und seine bösen Seiten. Und der Held von Solzhenitsyn, genauso wie Solzhenitsyn selbst, sagt eigentlich ganz klar, die Besseren, die gehen ins Lager. Но мы также знаем, что огромное количество ученых, которых мы знаем и не знаем, ответили на этот вопрос совершенно по-другому. Aber wir wissen genauso, dass es sehr, sehr viele Wissenschaftler gibt. Einige von denen kennen wir, die anderen nicht. Die haben diese Frage ganz anders beantwortet. Именно потому, что в на редких участках научного знания именно тоталитарное государство может создать условия абсолютного благоприятствования. Если ему нужен научный прорыв, то вся страна будет работать на то, чтобы этот научный прорыв совершился. Das ist so, weil es gibt nur wenige Wissenschaftsbereiche, wo aber die totalitären Staaten eben die besten Bedingungen schaffen können. Und wenn dieser Wissenschaftler wirklich einen Durchbruch erreichen möchte, dann wird er alles dafür bekommen, damit dieser Durchbruch ihm gelingt. Da wird das ganze Land dafür arbeiten. Да, мы же понимаем, что эти чрезвычайно сложные химические вещества, которые мы сейчас видим в действии, создавались в Советском Союзе, в котором одновременно не хватало простейших, не знаю, да, вещей бытового обихода. Но нужны были именно они. И талант человеческий, и усилия человеческие уходили на то, что служит только смерти, только разрушению. Und wir verstehen natürlich, dass gerade diese super schwierigen chemischen Mittel, die wurden in einer Sowjetunion entwickelt, in der es eigentlich die einfachsten Sachen nicht gab. Aber man dachte, okay, diese ganzen Talente, diese ganzen Anstrengungen, die müssen dafür eingesetzt werden, dass man eben diese Mittel entwickelt. Das war wichtiger und die dienten eigentlich nur dem Tod. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass in der Sowjetunion Giftwaffen entwickelt worden sind, entweder in solchen geschlossenen Städten oder auch in Lagern. Wissen wir etwas darüber, ob dieses Gift eingesetzt worden ist in der Sowjetunion vor dem Zusammenbruch? Да, конечно, известно. Ja, klar, doch, ist bekannt. Ну, мы можем очень грубо разделить историю Советского Союза в этой ее части на два сюжета. Wir könnten eigentlich grob die Geschichte der Sowjetunion, was das angeht, in zwei Teile aufteilen. Лаборатории, занимавшиеся разработкой оперативных ядов, как это называлось, существовали еще с поздних 20-х годов и располагались, в общем-то, недалеко от печально известного здания на Лубянке в центре Москвы, штаб-квартиры. Die Labors, die solche sogenannte operative Gifte entwickelt haben, die gab es schon seit den späten 20ern und die waren eigentlich in Moskau, nicht weit von dem berühmt-berüchtigten Gebäude Lubjanka, wo eben der Hauptsitz des KGB war. Но при этом мы также понимаем, что для сталинских репрессий яд был, я бы сказал, избыточным инструментом. Wir verstehen natürlich, dass für Stalins Repressalien war ein Gift eigentlich überflüssig. Для этой модели репрессии была нужна печатная машинка, пистолет и много бумаги. Und für dieses Modell brauchte man eigentlich nur eine Maschine zum Tippen, eine Pistole und einfach genug Papier, das war's. Но вот уже в поздние сталинские годы, и скорее уже в послесталинский период, когда было сказано, что достигнуто морально-политическое единство советского народа и классовых врагов больше нет, остались только редкие элементы, яды уже приобрели другое значение. Aber später, also in den späteren Stalinsjahren und vor allem nach seinem Tod, wo man eigentlich gesagt hat, dass man die moralische und politische Einheit erreicht hat und es gibt eigentlich keine Klassenfeinde mehr, nur einzelne Elemente, da hat man diese Gifte dann doch eher gebraucht. Да, и в этом смысле это, в них действительно живет дух времени холодной войны, когда вроде бы войны нет. Но люди исчезают, пропадают, и война на самом деле есть.
Und da drin lebt eigentlich der Geist des Kalten Krieges. Das ist irgendwie, als ob es keinen Krieg gäbe, aber die Menschen verschwinden irgendwie und der Krieg ist aber doch da. И я имел довольно редкую удачу найти в архиве КГБ, бывшем архиве КГБ Литовской ССР, одно оперативное дело, где как раз вот яд и использовался. Und ich hatte eigentlich zufällig Glück gehabt, in einem Ex-KGB-Archiv in Litauen eben Unterlagen zu einem Fall finden zu können, die ich dann eben studiert habe. Это было дело литовского католического священника. Я бы сказал, настоящего мученика 20 века, потому что на нем КГБ опробовал все, что они могли сделать с человеком. Das war der Fall eines litauischen katholischen Priesters und ich könnte einfach sagen, das war ein Märtyrer, weil KGB bei ihm alles getestet und ausprobiert hat, was man hätte ausprobieren und testen können. Он был посажен в тюрьму, он был отправлен на служение в самые дальние заброшенные районы, он был, неоднократно его пытались скомпрометировать, подвести ему женщин, с которой бы он начал роман. Все меры оперативного воздействия, которые, в общем-то, немцам прекрасно известны по истории Штази, были применены. Но он остался стоять, он не сдался. Man hat alles getan. Man hat ihn ins Gefängnis geworfen, man hat ihn in die entlegensten Gegenden geschickt, man hat versucht, ihn zu kompromittieren, man hat ihm zum Beispiel Frauen geschickt, damit er da mit denen was anfängt. Aber er ist standhaft geblieben. Im Prinzip hat man ihm all das ausprobiert, was man aus den deutschen Stasi-Methoden kennt. Und тогда местные офицеры написали запрос в Москву, что мы хотим осуществить меры особенного технического, так сказать, воздействия, и получили положительный ответ. И что меня поразило, это легкость. Да? Это не что-то суперсекретное, применяемое в крайних ситуациях. Это что-то, что ты перебрал 10 инструментов, плюс берешь 11, потому что все предыдущие 10 не сработали. Это легко, это в порядке вещей. Und dann haben die Offiziere eine Anfrage nach Moskau geschickt und sagten, wir möchten aber die besonderen Maßnahmen, einen besonderen technischen Einfluss bei ihm ausüben. Und die haben tatsächlich eine positive Antwort bekommen. Was mich dabei wirklich schockt, das ist diese Leichtigkeit, mit der das geschieht. Das ist jetzt nichts Geheimes gewesen oder nichts Außergewöhnliches. Das ist einfach so, man hat jetzt 10 Sachen ausprobiert und eben das wäre die 11. Sache. Dann macht man das. Also sowas Normales irgendwie. Его машину остановили ночью переодетые сотрудники КГБ, переодетые сотрудники милиции. Сказали, что нужно проверить номер двигателя машины, возможно, она в угоне. И пока он вышел, нанесли некий спрей на водительское сиденье. Некий спрей на спрей. Водительское сиденье. Er fuhr mit dem Auto, man hat ihn nachts angehalten. Das waren eben Offiziere, die als Milizmänner angezogen waren, verkleidet waren. Man hat ihm gesagt, man möchte irgendwie die Motornummer überprüfen, weil man vermutet, dass das Auto geklaut war. Und während er ausgestiegen ist und Unterlagen gezeigt hat, hat man seinen Fahrersitz mit so einem Spray besprüht. И через 3 часа он был в госпитале с сильнейшими лучевыми ожогами. То есть это было радиационное отравление. Und 3 Stunden später war er schon im Krankenhaus. Er hatte eine Strahlvergiftung, also Radioaktivität. И он выжил и через 5 лет погиб в очень странной автомобильной аварии, у которой не было свидетелей, и которой погибли все, кто находился в его машине. Er hat überlebt, aber 5 Jahre später ist in einem sehr seltsamen Autounfall gestorben. Da gab es überhaupt keine Zeugen und alle, die mit ihm im Auto saßen, sind mitgestorben. И поэтому пастор Травничек, которого мы здесь встречаем в книге, это еще мое личное глубокое посвящение тому человеку, которому я, к сожалению, не мог бы, да, встретиться, но чья судьба на меня произвела. Und auch deswegen ist dieses Buch teilweise
Also da gibt es auch einen Priester in diesem Buch und das ist eine Reminiszenz eben an diese Person, die ich zwar persönlich nicht getroffen habe, aber der mich auch fasziniert hat und dessen Schicksal auch mich begeistert hat. Потому что можно потравить тело, но дух не сломить. Man kann ja den Körper vergiften, aber den Geist kann man nicht brechen. Ich kann mich an die Perestroika erinnern und auch an dieses Gefühl, dass jetzt eine neue Zeit einbricht. Und dieses, alles, was vorher galt, dass ein Menschenleben nichts galt, dass man mit Leichtigkeit jemanden umbringen konnte oder wie Sie jetzt beschrieben haben, vergiften konnte, da hatte ich damals gedacht, dass es einfach, wir haben das hinter uns gelassen. Was jetzt kommt, ist einfach etwas ganz Neues und ja, auch eine friedliche Welt. Jetzt müssen wir feststellen, dass das wohl so nicht stimmt. Zumindest Sie haben angefangen, über Ihren Roman zu arbeiten oder mit den Recherchen haben Sie angefangen, als Skripal, ein KGB-Überläufer in London mit seiner Tochter, vergiftet worden ist. Kaum war Ihr Buch fertig, wurde der Oppositionspolitiker Nawalny Opfer eines Giftanschlags. Und wenn man also im russischen Facebook, in sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann liest man von einigen investigativen Journalisten, Schriftstellern, bei denen man glaubt, dass die vergiftet worden sind, also wo alles wirklich dann dafür spricht. Sicher ist man sich nicht, aber man hat das Gefühl, dass es wohl so sein könnte. Was glauben Sie, was macht diese Ahnung, dieses Wissen, dass es wieder ganz leicht mit Giften umzugehen ist und jeder, der einem nicht passt, auf diese Art und Weise umgebracht werden kann? Was macht das mit den Menschen in Russland? Ну, знаете, в книге, собственно, есть некоторая фраза, да, что в 91-м году яды были бессмысленны, невозможно остановить миллионную толпу, которая вышла на митинг, да, даже если бы кто-то из лидеров и ее ведущих потерял свою жизнь. Да, есть те моменты в истории, когда бессильные становятся сильными. Es gibt einen Satz in dem Buch, wo steht, dass 1991 sind Gifte sinnlos geworden. Man kann nicht die Millionen von Menschen stoppen, die auf die Straße gehen, die protestieren. Und man kann, selbst wenn man einen Anführer jetzt tötet, das stoppt diese Millionen Menschen nicht. Но когда общество уже разобщено, уже каждый сам по себе, и остались только одинокие островки, сопротивление, да, приходит время специальных веществ. Aber wenn die Gesellschaft wieder auseinanderdriftet, wenn es nur einzelne Inselchen, also Widerstandsinselchen nur gibt, dann braucht man wieder diese Sondermittel. Потому что, я бы сказал, классическое покушение на убийство оставляет очевидный след. Там есть убийство, есть пуля, есть оружие, есть кровь, есть события смерти. Wenn wir von einem klassischen Mordanschlag sprechen, da gibt es immer Spuren. Es gibt vielleicht Geschosse, es gibt eine Waffe, es gibt Blut, den Tod letztendlich. А яды, во-первых, и я читал довольно тяжелую статистику ФБР на этот счет, убийство с помощью яда раскрывается хуже всего, фактически в 40-50 раз. Хуже. Это самое сложно раскрываемое убийство. Самое сложное в смысле доказательства самого факта, что убийство было. Und was die Gifte angeht, da habe ich eine ganz schlimme Statistik von der FBI gelesen. Die schreiben, die Giftanschläge, also Morde, die durch Gifte begangen wurden, die kann man am schwersten entdecken. Ну, а в ситуации, когда убийцы и расследователи играют на одной стороне и работают на одно и то же государство, это превращается в идеальную ситуацию, одновременно оставляющую огромный простор для спекуляций.
Und wenn noch der Mörder und der diesen Mord eigentlich aufdecken müsste, für die gleiche Seite spielen, dann ist die Situation eigentlich perfekt. Und dann gibt es natürlich sehr viel Freiraum für Spekulationen. Да, и я думаю, что у них уже давно это отработано, что есть сам факт покушения, есть медийное событие, которое выстраивается вокруг этого факта. Und ich glaube, dass das Schema ist eigentlich schon lange entwickelt, das funktioniert. Es gibt quasi eine Tatsache des Anschlags und dann gibt es das, was in den Medien darüber berichtet wird, wie so ein Medienevent. И как раз на примере покушения на Алексея Навального работа вот этих невидимых троллей по созданию этого медийного события была видна очень хорошо. Und gerade was den Anschlag auf Alexei Nawalny angeht, da konnte man sehr gut sehen, wie diese unsichtbaren Trolle arbeiten, was sie letztendlich erreichen. Да, потому что в медийное пространство вбрасываются одновременно десяток, 10, 20 совершенно безумных, противоречивых друг другу, или наоборот, частично как бы учитывающих реальность теорий, которые совершенно унижают жертву, которые насмехаются над самим событием. И которые и распространяют, на самом деле, это ощущение, что все дозволено. Ничего не понятно, но все дозволено. Und eben in diesem ganzen medialen Hype gibt es immer sofort 10, 20 Theorien, die sich eigentlich vielleicht einerseits widersprechen, die ein bisschen vielleicht Tatsachen berüchtigen, ein bisschen real sind, aber die alle dazu dienen, um das Opfer unwichtig zu machen, sich über das Opfer lustig zu machen. Und letztendlich schaffen sie ein Gefühl, dass alles erlaubt ist, dass alles möglich ist. И вот эта демонстрация безнаказанности, она самая главная. И это совершенно не специфическая русская черта или российская черта. Возьмите покушение на саудовского журналиста Джамаля Хашоги в Стамбуле, в саудовском консульстве. Абсолютно та же история. Und das Schlimmste dabei ist diese Straffreiheit. Und das ist jetzt nichts speziell oder spezifisch Russisches. Wir erinnern uns alle an den Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi, der in Istanbul ermordet wurde. Мы живем в цифровом мире, да, везде есть цифровые следы, и турецкая контрразведка на второй или третий день имела все рейсы, билеты, лица тех, кто прилетел, лица тех, кто расчленял и так далее. Но что делала Саудовская Аравия? Говорит, он просто ушел, ушел и все, мы не знаем, куда он делся. И это самое страшное, я думаю, что это самое страшное яд для публичной морали. Вот эта возможность публично демонстрировать безнаказанность. Wir leben alle in einer digitalen Welt. Und diese digitale Welt, die hinterlässt ja auch Spuren. Und natürlich die türkischen Beamten, die diesen Mord untersucht haben, die wussten eigentlich sofort, was passiert ist. Die hatten alle Tickets sofort, die wussten, wer wohin geflogen ist, welche Menschen das waren. Aber was sagt dann Saudi-Arabien dazu? Sagt er, ach, der ist einfach weggegangen. Wir wissen nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Und das ist ja das Schlimmste. Das ist das Gift für die Moral, das ist das Gift für die Gesellschaft, dass am Ende sowas möglich ist und keiner wird dafür bestraft. Потому что можно сказать, что даже советское государство в этом смысле вело себя как-то странно целомудреннее. Оно не делало свои секретные операции, да, предметом публичного медийного шоу. Это было как-то спрятано, это считалось не камильфо. Но сейчас из каждого этого события еще делается огромное пропагандистское шоу, чей эффект, на самом деле, гораздо страшнее и гораздо масштабнее, чем собственно само покушение. Was die Sowjetunion angeht, da muss man sagen, dass diese Stadt irgendwie ein bisschen jungfräulicher in dieser Hinsicht war. Die haben das versucht auch ins Geheim zu machen. Die haben daraus jetzt nachhinein keine Show gemacht. Irgendwie war das kein guter Ton, noch darüber in die Welt zu schreien, schau mal, wir haben jetzt getötet. Und das finde ich ja das Schlimmste an dem Ganzen, dass man aus so einem Mord noch ein Event macht, so ein mediales Ereignis. Dieser Effekt ist ja viel, viel schlimmer. И мы можем даже сказать, что это уже становится своего рода разновидностью какого-то черного макабрического искусства. Это профессия, это специальность, это действительно dark art. Man kann schon sogar sagen, dass es irgendwie so eine Art dark art, also diese dunkle Kunst, wo es eigene Künstler gibt.
Gehört zu dieser Dark Art auch die Zweifel, die in der Bevölkerung gestreut werden? Also vor allen Dingen bei Nawalny und bei Skripal hat man ja am Anfang gedacht, das kann ja gar nicht sein, die können ja gar nicht vergiftet worden sein. Also so dumm können doch die KGB-Agenten nicht sein. Und dann hat man ja auch diese KGB-Agenten im Fernsehen gesehen und hat gedacht, also so lächerlich, wie die wirken, das können unmöglich echte Agenten sein. Also es gab ganz viele Menschen, zumindest am Anfang, die auch wenn sie Putin kritisch gegenüberstanden, dann doch gesagt haben, es ist unmöglich. Also es kann sich hier überhaupt nicht um eine Vergiftung halten. Haben Sie eine Erklärung für die Zweifel dieser Menschen? Ist das noch ein Teil dieser Dark Art oder was ist das? Ну, да, мы в Германии, и мы знаем прекрасно, да, что техники морального разложения, да, это одна из первых главных методик Штази. Да, там, как мы знаем, все это расписано в порядке инструкций по пунктам, да, как сеются сомнения, как подрываются биографии, как вносится разлад в группы, как отрываются лидеры от коллектива. Но это наука, это профессия. Eigentlich, wir sind ja in Deutschland und wir kennen, dass diese Methoden, diese Techniken, wie man quasi den Feind, sage ich mal, moralisch besiegt, das sind die klassischen Stasi-Methoden. Das ist eine ganze Wissenschaft in sich. Erstmal sieht man Zweifel, dann sieht man Zweifel an der Biografie eines Menschen. Dann versucht man zwischen dem Anführer und der Masse auch so einen Keil dazwischen zu treiben. И в каком-то смысле это и продолжение, да, вполне себе, ну, советских сюжетов, да, где, конечно, жертва должна быть демонизирована. Жертва должна быть объявлена главным злом или сомнительной личностью, или наблюдатели должны понимать, что, наверное, все-таки там что-то было, а может быть и не было и так далее. Но самое главное сейчас – что таким образом публика в какой-то степени разделяет ответственность. Да? Ты принимаешь эту ситуацию. Ты принимаешь эту ситуацию. Сомневаясь, ты ее немножко уже делаешь объектом, приемлемым для себя. Окей, окей. Может быть, там что-то... Может быть, действительно убили. А может быть, ты... Может быть, обман. Ты ее принимаешь. Und man kann auch sagen, das ist eigentlich die Fortsetzung der sowjetischen Geschichte. Man hat irgendwie immer versucht, das Opfer zu dämonisieren, zu sagen, dass das Opfer selber böse ist, indem man an dieser Persönlichkeit des Opfers auch Zweifel hegt und man sagt, naja, vielleicht war da was, vielleicht aber auch nicht, man weiß es eben nicht. Und auf diese Art und Weise überträgt man die Verantwortung teilweise auf das Publikum, was eben diese Nachrichten empfängt, also indem das Publikum eben Zweifel hat, dann nimmt das Publikum auch die Situation irgendwie teilweise an und sagt, naja, vielleicht hat man ihn getötet, aber vielleicht doch nicht oder vielleicht ist es doch alles eine große Lüge, man weiß es nicht. И так начинается распад общества, потому что когда был отравлен Алексей Навальный, который безусловно является оппозиционным лидером и, наверное, самым популярным оппозиционным политиком России, мы же видим, что никто не вышел на улицу. Мы же видим, что, конечно, была невероятная буря в Фейсбуке, но, в общем-то, не случилось непосредственного первого эмоционального ответа. Это невозможно. Стоп, остановитесь, мы выходим. Окей. Так постепенно мы это принимаем. Und wir haben das gesehen, gerade in dem Fall Nawalny, wie der Zerfall der Gesellschaft anfängt. Der ist zweifellos ein Oppositionsleader, der ist zweifelsfrei der populärste Oppositionspolitiker in Russland. Aber wir haben gesehen, dass danach, ja, es gab keinen richtigen Sturm auf Facebook. Also emotional war das nicht hundertprozentig klar, was da war. Und deswegen, indem wir da auch selber Zweifel haben, ob das so war oder
oder doch nicht so war, nehmen wir tatsächlich das, was geschehen ist, auch an. Und so fängt dieser Zerfall auch an. И мы же не случайно видим, что действительно тратятся очень большие государственные усилия для того, чтобы размыть всякий раз суть события. То ли он был пьян, то ли он выпил не те таблетки, то ли он был пьян и выпил те таблетки, то ли у него с сердцем плохо, то ли еще, то ли еще. 10 извинений, почему не воспринять ситуацию всерьез. И да, да, ты в это втягиваешься. И надо обладать очень сильной волей и очень большой ясностью сознания, что нет, ребята, белое-белое, черное-черное, это убийство или покушение на убийство. Und wir sehen natürlich, wie viel Anstrengungen darauf verwendet werden, um eben die ganze Situation zu verbessern. Man sagt, naja, vielleicht war er betrunken oder vielleicht hat er die falschen Tabletten genommen oder er war doch betrunken, hat die richtigen Tabletten genommen oder er hat schon sowieso Herzprobleme vorher gehabt. Es gibt 10 verschiedene Gründe und Entschuldigungen, warum das so vielleicht nicht war. Und indem wir das quasi akzeptieren als möglichen Grund, dann sind wir schon in diese Situation mit hineingezogen. Man muss wirklich sehr stark Willen haben, sehr klaren Verstand haben, um zu sagen, dass das weiß und dass das schwarz, das war ein Mordanschlag und nichts anderes. Für diejenigen, die uns zugeschaltet sind, muss ich an dieser Stelle sagen, Sie haben die Möglichkeit, uns Fragen im Chat zu stellen. Die werden nachher vorgelesen, sodass Sie nach der Diskussion, die wir dann nachher auch eröffnen werden, teilnehmen. Wir lesen jetzt noch ein Stück vor und ich habe noch einige Fragen und dann dürfen Sie aber auch dran und ich hoffe, dass viele Fragen von Ihnen kommen. Wir haben beschlossen, nicht allzu viel zu lesen, weil das Buch können Sie ja selbst lesen. Ich finde es immer sehr spannend, wenn man den Autor hier sitzen kann und ihm Fragen stellen kann, die in so einem Gespräch entstehen. Die nächste Stelle, die wir ausgesucht haben, da geht es darum, dass Kalitin erwachsen wird, Chemiker wird und eines Tages auf einer Insel arbeitet. Und diese Insel bietet ihm unglaubliche Möglichkeiten, so wie Sie es eben auch schon gesagt haben, Herr Lebedev. Es gibt da alles, man muss an nichts sparen und teilweise werden da auch die absurdesten Versuchsanordnungen unternommen, weil das Geld ausgegeben werden kann und weil man das wirklich auch machen kann. Und jetzt geht es um die, also nachdem man die Gliederpuppen ausprobiert hat, nachdem man auch die kleinen Tiere ausprobiert hat, geht es jetzt darum, dass man Versuchstiere ausprobiert, die den Menschen ähnlich sein sind, also den Affen, den Primaten. Am Rande des Versuchsgeländes in Flussnähe gibt es Karsthöhlen und Einbruchstellen. Ein Schlaumeier vom Militär will dort die Tests unter Bedingungen durchführen, die mit denen eines Gefechts vergleichbar sind. Sie wählen 2 nicht aneinander grenzenden Höhlen, mauern alle Ausgänge zu, messen das Volumen, stellen Kompressionen vor die Zugänge, verlegen Schläuche. Die fremden Experten sind im Wissen um die Billigkeit und Wirkung ihrer Mittel von vornherein von ihrem großen Erfolg überzeugt. Die Höhlen sollen nach dem Einpumpen der Substanzen versiegelt und einen Tag später geöffnet werden, wonach eine Gruppe in Schutzanzügen sie ergründen und ihre Schlüssel ziehen soll. Mit Autos bringen sie die Affen. Normalerweise selektieren erfahrene Wachsoldaten das Gehege der Tiere vorab für derartige Tests, erschießen die Gewalttätigen und die Schwächsten. Hier jedoch nehmen sie alle. Das Militär will ein groß angelegtes Experiment und daher kein Material verschwenden. Nachdem die Affen in die Höhlen getrieben wurden, warten sie erst eine Stunde, davon ausgehend, dass sich die Primaten auf verschiedenen Schichten und Nebenkammern verteilen. Dann beginnen sie zu pumpen. Die Generäle, Professoren und das gesamte Gefolge machen sich schon bereits zur Abreise. Im Hotel der Insel sind Tische gedeckt, die Saunas in den Landhäusern wurden eingeheizt. In einer speziellen Eiskammer kühlt ein gelber Biertrank. Eine Spezialität der Insel.
und die dem Überwachungsleiter unterstellten Kellnerinnen, Meisterinnen verschiedenartiger Vergnügungskünste schmachten erwartungsvoll. Der Alarm wird von Leutnant Kalimulin ausgelöst, einem Altgedienten der Insel, Kommandeur des Wachregiments, Steppenbewohner sowohl der Herkunft als auch seiner wilden Natur nach, der die Insel für etwas Übernatürliches hält. Einmal hat er Kalitin, der braucht auch ohne konkreten Zweck bloß ein Wort zu sagen, einige mit einer Schlinge gefangene Steppenfüchse gebracht. Bleiche, kahle, böse Tiere, die an den Gitterstäben des Käfigs nagten. Dieser Kalimulin also reißt sich nun das Maschinengewehr von der Schulter, schießt einmal vorschriftsgemäß nach oben und zielt dann auf etwas in der Ferne. Wie der Leutnant später erklären wird, denkt er im ersten Moment, irgendwelche Menschen wären auf das Versuchsgelände vorgedrungen und liefen auf den Drahtzaun zu. Ein Scharfsinniger an einem nahegelegenen Wachturm hat sofort den Suchscheinwerfer eingeschaltet und streicht mit dem Lichtfleck über die Gruben der Karstlöcher. Es wird schon Abend. Die Techniker hatten Mühe mit dem Einschalten der Kompressoren, mit den Gewährleistungen der Undurchlässigkeit. Und im hüpfenden Lichtstrahl sehen die Versuchsleiter 5 Affen zum Zaun flitzen. Zwar taumelnd, aber wie es Kalitin und nicht nur ihm scheint, sich gegenseitig stützend, als wären sie verwundete Soldaten, die sich nicht ergeben wollen. Kalitin ist sofort alles klar. Die Soldaten, diese nichtsnützige Esel, haben die Höhlen schlecht überprüft und einen Spalt übersehen. Vielleicht konnten sich die Affen auch einen Weg an die Oberfläche bahnen. Der Boden besteht aus porösem Kalkstein. Kalimulin, der gescheite Kalimulin, feuert bereits kurze Salven ab. Ein Affe stolpert, dann ein anderer. Auf dem Wachturm wird sinnlos an Maschinengewehr herumgefummelt. Wahrscheinlich hat er sich verklemmt. Jeder, der bewaffnet ist, zieht die Pistole aus dem Holster, entsichert sie. Da ist der Zaun, Stacheldraht mit tödlicher Hochspannung. Der muss die Affen stoppen. Aber Kalitin mit seinem Gespür für Misserfolge begreift, dass gleich etwas Unglaubliches passiert. Dort, wo der Stacheldraht am Rand eines Karlslochs verläuft, wird ein Affe von seinen Kumpanen geschubst. Er sackt in sich zusammen und verkohlt in einem violetten Blitz. Die anderen beiden kriechen hinaus, als hätten sie gewusst, dass ein Kurzschluss den unteren Stacheldrahtstrang lahmlegt. Erstaunlicherweise hat damals niemand gekniffen, erinnert sich Kalitin später, auch wenn allen klar war, dass die Sache sie nicht nur die Schulter klappen, sondern auch den Kopf kosten konnte, den Armeeleuten wie den Zivilisten. Ein alter General, der Königsberg als Oberfeldwebel eingenommen hat und 1956 in Ungarn Regimentskommandeur gewesen ist, macht die nächstgelegene Garnison kampfbereit. Angeblich für eine außerplanmäßige Übung. Über eine geheime Verbindung wird in der Hauptstadt ein Zoologe ausfindig gemacht, der beste Experte für Primaten. Zunächst versteht er die Frage nicht, wohin würde ein Affe unter den klimatischen Bedingungen von Zentralrussland laufen? Als er dann aber das Gebrüll des Generals vernimmt und eine knappe und sachliche Beschreibung der Umgebung bekommt, spricht er das Unerwartete aus. Nicht in den Wald, sondern ins Schilf, in die Auen. So beginnt eine ungehemmte Jagd. Alle sind von urwüchsigem Rachedurst beherrscht. Motorboote rasen flussaufwärts und flussabwärts, stöbern mit Scheinwerfern im Wasser, schrecken Fischer von ihren Plätzen auf. Autos rasen am Ufer entlang, paarige Scheinwerferstrahlen irren umher, Hubschrauber knattern. Im großen Bogen fahren Militärlastwagen auseinander, setzen an Kreuzungen Patrouillen aus mit dem Befehl, die Bevölkerung zu befragen, ob etwas Ungewöhnliches passiert sei, bilden Ketten zur Durchkämmung des Gebiets. Die Soldaten scherzen oder schweigen verdutzt, als sie diesen seltsamen, beispiellosen Befehl erhalten, den Affen finden und eliminieren. Dafür gibt es eine Medaille, 10 Tage Urlaub und für einen einfachen Soldaten die Sergeant-Tressen. Die Funkgeräte knistern, fiepen, die Fischer sind schon angeschlossen. Die Fischer sind schon angeschossen worden. 2. Ein Dieb, der gerade Heu aus der Kolchose wegschleppen wollte, wurde verwundet.
Zwei Lastwagen sind zusammengestoßen. 6 Verletzte. Es melden sich die Stimmen der Miliz, des zweiten Sekretärs des Gebietskomitees, sogar eines Tunichtsguts von den Fischereiinspektionen, der auf wundersame Weise die geheime Funkwelle erwischt hat. Was ist denn da los? Generäle machen mittels ihres Dienstgrades Druck, berufen sich auf Geheimhaltung, holen zur Klärung den Befehlshaber des Bezirks hinzu, im Hubschrauber ruckelt es, Kalitin will sich übergeben. Fast gewaltsam hat man ihn in den Mill gezerrt, wie zum Beweis, dass sie nun alle im selben Boot sitzen. Die Piloten sind gerade aus Afghanistan zurückgekehrt, aus jenen Bergen, deren Höhlen das Militär säubern will, und demonstrieren jetzt ihre Flugkünste. Schneiden mit den Rotorblättern fast alle Baumkronen ab, schmiegen sich an dunkle Wasser, gleiten mit dem Bauch über die steilen Ufer und jagen in der Nacht herrenlose Herde auseinander. Die fetten weißen Schafe stürmen in alle Richtungen. Der Co-Pilot kichert, so eins auf den Grill. Keine Zeit zum Landen. Als wir uns darüber unterhalten haben, welche Stellen Sie gerne aus dem Buch vorgelesen haben möchten, haben Sie gesagt, diese, genau diese Stelle. Warum ist das Ihre Lieblingsstelle? Во-первых, потому что я когда-то нашел эту историю про обезьян, записавших из секретного питомника, я много лет думал написать текст про это, и, наконец, этот текст нашел свое место в романе. Erstens, als ich diese Geschichte gefunden habe, wenn Affen aus seinem Geheimzoo geflohen ist, habe ich immer darüber nachgedacht, einen Text darüber zu schreiben. Dann kam eben dieser Text in meinen Roman. Ну, а потом, на самом деле, я думаю, что это смысловой центр романа, где единственными людьми среди людей оказываются обезьяны. Aber zweitens, weil ich denke, das ist eigentlich das Sinnbild, also das ist eben der zentrale Punkt dieses Romans, weil die einzigen Menschen in diesem Roman, unter all den Menschen, sind eigentlich die Affen. Evolution пошла не в ту сторону. Also die Evolution ist in die falsche Richtung gegangen. Sie beschreiben in Ihrem Roman eine Geheimstadt. Und diese Geheimstadt befindet sich auf dieser Insel. Und das war schon in Ihrem letzten Roman Kronos Kinder. Es handelt sich um Shikhane. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Shikhane 2. War diese geheime Stadt das reale Vorbild für Ihre Insel, die Sie jetzt im Roman so geschildert haben? Во-первых, в тех же архивах я довольно много изучал вообще, как было поставлено производство секретности в Советском Союзе. Да, вот целая наука делать что-то секретным. Erstens, als ich diese Archive, von denen ich schon geredet habe, studiert habe, wollte ich natürlich wissen, wie diese Herstellung der Geheimniskrämerei entsteht, wie etwas Geheimes oder Geheimseinwissenschaft überhaupt funktioniert. Да, и действительно, мы понимаем, что сам Советский Союз был таким островом с очень ограниченным входом и крайне ограниченным выходом. Wir verstehen natürlich alle, dass die Sowjetunion selbst so eine Insel war. Also die Eingangsbedingungen waren beschränkt und die Ausgangsbedingungen noch beschränkter. И, конечно же, в этом смысле остров Романи – это сборный образ из нескольких разных секретных городов, потому что действительно советская власть очень любила использовать монастыри потом как тюрьмы или как вот такие вот тюрьмы для ученых, где производилось знание. Und diese Insel aus dem Roman, das ist natürlich ein Sammelbild von verschiedenen Geheimstätten und Geheimorten. Wir wissen auch, dass die Sowjetmacht sehr gerne zum Beispiel Kloster für solche Gefängnisse für Wissenschaftler eingesetzt habe, solche Gefängnisse, wo man dann Wissen hergestellt hat. И еще до советской власти люди думали, да, куда ссылать самых секретных заключенных, как изолировать тех, кого нужно изолировать. В этом смысле эта наука отчуждения, она долгая, и поэтому за островом в книге стоит его долгая-долгая история, как он случался в качестве этого секретного места.
Und noch vor der Sowjetunion hat man sich schon mit diesen Fragen beschäftigt, wohin schickt man eben die Gefangenen, die man geheim halten möchte, oder wie entsteht eben so eine Entfremdung. Und eben in diesem Roman wird auch beschrieben, wie diese Geschichte dieser Insel entstanden ist. И в каком-то смысле это такое тайное, секретное сердце Советского Союза, где он воспроизводит сам себя. Das ist in gewissem Sinne ein Geheimherz der Sowjetunion, wo die Sowjetunion sich selber reproduziert. Да, потому что в этом сердце, в этом месте нет ни морали, ни идеологии. Там возможно все, там возможно любые превращения алхимические. In diesem Herz gibt es weder Moral noch Ideologie. Dort ist alles möglich, jede Umwandlung, jede alchemische Alchemie, also das ist alles möglich. Да. Естественно, я параллельно разговаривал с людьми, которые жили и работали в таких секретных городах. И я собирал этот город, естественно, из городов, которые работали над ядерным проектом, над химическим оружием. Это сборная матрешка. Und parallel dazu habe ich Gespräche mit Menschen geführt, die in solchen Geheimstätten gelebt haben. Und daraus ist eben so ein Sammelbild entstanden. Das waren zum Teil Leute, die an solchen Atomprojekten in Geheimstätten gearbeitet haben oder an Chemiewaffen gearbeitet haben. Und daraus ist das eben dann entstanden. И реплика одного из этих людей, который как раз родился в этом секретном городе и не знал другого детства, кроме такого, меня когда-то поразило, потому что он сказал, что мы себя чувствовали, как римляне в варварских краях. Und ein Zitat von einem Menschen, der in so einer Stadt geboren ist und der nichts anderes eigentlich in seiner Kindheit gekannt hat, hat mich eigentlich total beeindruckt. Er sagte, wir fühlten uns als Römer, die eben in fremden Städten in der Barbarei so fast unterwegs waren. Потому что в нашем прекрасном светлом городе, сказал он, были здания с колоннадами, с коринфскими дорическими ордерами. In unserer wunderschönen, hellen Stadt gab es wunderschöne Gebäude mit korinthischen oder dorischen Säulen. Были прекрасные больницы, школы, к нам приезжали выступать какие-то музыкальные звезды первой величины, у нас была великолепная библиотека. И да, мы были людьми вот такой, да, античной культуры. Da gab es wunderbare Krankenhäuser, Schulen, zu uns kamen Stars erster Garde, die haben da Musik gemacht, wir haben wunderbare Bibliothek gehabt, wir waren sozusagen die Menschen antiker Kultur. А за границами нашего города, за его колючей проволокой, были какие-то ужасные избы, непролазная грязь мордовских лесов, и мы понимали, что это два мира, мы совершенно не хотели знать тот мир, который за краями нашего города. Und außerhalb des Zauns, außerhalb der Grenzen dieser Stadt, da gab es irgendwelche kaputte Häuser und da waren die Wälder Mordoviens und wir hatten gar keinen Bock, diese andere Welt zu kennen. Wir haben ganz klar verstanden, das ist eine andere Welt, nicht unsere, und da hatten wir keinen Bock darauf. И поэтому, продолжал он, когда в 90-е годы возник разговор о том, чтобы снять секретный статус города, все жители единым строем выступили категорически против. Als weiter sagte er, in den 90ern natürlich darüber gesprochen wurde, man soll eben diesen Geheimnissiegel diesen Städten absprechen, man soll sie nicht mehr geheim machen, da haben sich alle Einwohner dieser Stadt dagegen ausgesprochen. И вот это восприятие себя как людей высокой античной культуры, учитывая тем, что, чем они там занимались и зачем существовал город, меня, наверное, поразило больше всего во всех исследованиях, которые я делал для этой книги. Und diese Wahrnehmung von denen selbst, sich als Menschen der antiken Kultur und wissend, was sie eigentlich da getrieben haben, was sie da geforscht haben, das hat mich in dieser ganzen Forschung für diese Geschichte, das hat mich am meisten geschockt eigentlich. Was ich so spannend fand in der Beschreibung dieser Insel oder dieser Städte ist, die Tatsache, dass sich da, dass die deutsche und die russische militärische Zusammenarbeit so zusammenfinden. Und wir reden jetzt nicht nur von den Wissenschaftlern, die im Zweiten Weltkrieg gefangen genommen wurden und dann da arbeiten, sondern wir sprechen auch
von der Weimarer Zeit in der Sowjetunion. Ein Kapitel, also mir total unbekannt. Ich denke mal den meisten auch. Aber ich fand es sehr spannend, darüber zu lesen. Möchten Sie uns ein bisschen darüber erzählen? Дело в том, что как только случилось отравление в Солсбери в 2018 году, фактически через несколько недель, уже не через несколько недель журналисты сообщали, что, скорее всего, это новичок, и, скорее всего, он произведен в месте под названием Шиханы. Никто на это внимание не обратил, ну, Шиханы и Шиханы, как бы, какое-то место в России. Скрипалей в Солсбери 2018 год. Als 2018 die Skripals vergiftet wurden, da haben schon gleich die Journalisten geschrieben, das ist womöglich Novichok. Und dieser Novichok wurde in einem Ort hergestellt, was Shihane hieß. Und keiner hat irgendwie dem große Aufmerksamkeit geschenkt. Man dachte, naja, Shihane, gut, irgendein Ort. Но поскольку я перед этим писал вот этот роман про Россию и Германию, я в частности изучал исследования на тему тайного военного сотрудничества между Веймарской республикой и Советским Союзом, между Рейхсвером и Красной армией в конце 20-х, начале 30-х годов. Aber da ich ja vorher schon einen Roman geschrieben habe, wo es um Russland und Deutschland geht, da habe ich auch dafür geforscht und tatsächlich habe ich dort etwas über die geheime Zusammenarbeit im Bereich Militär zwischen der Weimarer Republik und der früheren Sowjetunion und später zwischen der Wehrmacht und der Russland. Nicht Wehrmacht, Reichswehr. Reichswehr, Entschuldigung, und der Roten Armee, das war in den 20er, 30er Jahren. И, как мы знаем, на Германию были наложены ограничения Версальским договором, был запрет на разработку определенных типов вооружений, и, соответственно, Германия искала тихую гавань, в которой эти исследования можно было продолжать. Wie wir alle wissen, durch den Versailler Vertrag durfte Deutschland bestimmte Dinge nicht machen, unter anderem im Bereich der Waffen. Und da hat natürlich Deutschland nach weiteren Möglichkeiten gesucht, wo man forschen könnte. Результатом этого секретного договора было несколько вещей. Это школа танкистов в городе Казань в Советском Союзе. Это школа боевых пилотов в городе Липецк. В Советском Союзе. И самая тайная часть – это военно-химический полигон в Шиханах на берегу, в прибрежье, в прибрежной зоне Волги. Und als Ergebnis von diesen geheimen Verhandlungen wurde eben so eine Schule für die Panzer in Kasan für die Militär- oder Kampfpiloten in Lipetsk und dann eben diese Chemie oder Forschung für Chemiewaffen in Shihane, das ist ein Ort an der Wolga. Конечно, мы понимаем, что это была странная дружба. И, естественно, Советский Союз хотел узнать как можно больше о технологиях, не предоставив возможности для реальных испытаний. Германия хотела испытать как можно больше, но не дав Советскому Союзу никакого представления о технологии. Но, тем не менее, 6 лет этот полигон существовал именно в модусе joint venture, совместного предприятия. Und natürlich war das eine seltsame Freundschaft. Die Sowjetunion wollte möglichst viel über die deutschen Technologien erfahren, aber keine echten Möglichkeiten Deutschland zur Verfügung stellen, deren Tests durchzuführen. Deutschland wollte natürlich gerne Tests durchführen, aber damit die Sowjets dann nichts über diese Technologien erfahren. Aber so oder so, das Ganze hat 6 Jahre in diesem wunderbaren Joint-Venture-Modus doch gelaufen. И с немецкой стороны там работали некоторые химики, которые еще 10 лет назад, во время Первой мировой войны, да, вот они входили в состав исследовательской группы, которая вообще это оружие изобретала, скажем так. Und von der deutschen Seite waren einige Chemiker dabei, die schon bei dem Ersten Weltkrieg an der Entwicklung der Chemiewaffen gearbeitet haben. И, соответственно, когда я сопоставил события, я вдруг понял, что
Новичок у нас не какое-то безродное существо, да? У него есть место рождения, и у этого места рождения тоже есть огромная генеалогия. Злой не приходит из ниоткуда, у зла есть тоже его родословное. Und als ich dann diese Ereignisse miteinander verglichen habe, dann habe ich verstanden, der Novichok, der kommt nicht aus dem Nichts, der hat Vorfahren, der hat einen Geburtsort, eine Genealogie, also das Böse kommt nicht aus dem Nichts, das Böse hat auch eine Geschichte. In этом смысле можно сказать, что роман такой, да, художественное исследование генеалогии зла. Und da kann man sagen, dass vielleicht dieser Roman, das ist eine künstlerische Forschung der Genealogie des Bösen. Да, при том, чтобы добавить еще одну историческую деталь и длинный исторический круг, английские химики, которые расследовали отравление в Солсбери, приехали из лаборатории в пригороде Солсбери, в Портендаун, лаборатории, которая была создана в 1916 году как ответ на немецкую угрозу химической войны. Und noch vielleicht ein historisches Detail, so eine historische Dimension. Also die englischen Chemiker, die diesen Mordanschlag in Salisbury untersucht haben, die kamen eigentlich aus einem Labor bei Salisbury, was wiederum 1916 gegründet wurde, als die Antwort auf die Androhung der chemischen Waffen seitens der Deutschen. Да, это круг, которому 100 лет, и мы все время ходим в тех же координатах. Наука, этика, политика. Das ist ein Kreis, und wir leben schon seit 100 Jahren in diesem Kreis, immer in den gleichen Koordinaten. Wissenschaft, Ethik, Politik. Und Macht. Und Macht. Und wir sprechen ja, wenn wir mit Ihnen über dieses Buch sprechen, sprechen wir auch immer wieder über die heutige Situation in Russland. Das Buch ist in Russland bereits erschienen. War es schwierig, das überhaupt herauszugeben? Книга вышла в России год назад. Also das Buch ist vor einem Jahr in Russland erschienen. Этому предшествовали некоторые дискуссии в издательском доме. Es gab tatsächlich im Vorfeld einige Diskussionen im Verlagshaus. Ну, прямо, наверное, скажем, взвешивание потенциальных рисков. Man könnte sagen, man hat die Risiken abgewogen. И когда решение было положительным, в этом было такая, да, вот... Это даже гордость, я бы сказал, да, мы издаем. Und als doch die Entscheidung getroffen wurde und diese Entscheidung war positiv, da hat man auch stolz empfunden, ja, wir geben dieses Buch heraus. Но при этом я не думаю, что мы сталкивались с каким-то очевидным противодействием со стороны государственных властей, за исключением того очевидного же факта, что книга не попала даже в длинный лист ни одной из... государственных российских литературных премий, при том, что это, наверное, самый переводимый роман этого года на русском языке. Man kann sagen, wir haben jetzt nichts Offensichtliches an Widerstand seitens der staatlichen Behörden gesehen. Das Einzige vielleicht, was man anmerken könnte, dass dieses Buch in keinen der Longlists für die russischen Literaturpreise gekommen, obwohl das Buch ist, was am meisten in verschiedene Sprachen übersetzt wurde in diesem Jahr. Но мне кажется, что это только говорит о ее качестве. Das spricht auch dafür, dass die Buch über hohe Qualität verfügt. Это тоже оценка. Das ist eigentlich auch eine Bewertung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es aus politischen Gründen dort so wenig Aufmerksamkeit erfahren hat in Russland. Ну, вы знаете, если вы так спросите, вам, конечно, скажут, что, ну, не знаю, она художественно несостоятельная, или эта тема уже давно закрыта, вот Солженицын про это написал, или, ну, это низкопробная литература, это небольшая проза, это там триллер, ну, диапазон будет вот такой. Naja, wenn Sie so direkt fragen, würde man natürlich Ihnen schon die Gründe aufführen, ja, das ist kein künstlerisch wertvolles Werk und dieses Thema wurde schon längst von allen möglichen Leuten behandelt, unter anderem von Solzhenitsyn und irgendwie ist das auch so seichte Literatur, irgendwie so ein Thriller, da findet man schon Antworten. Поэтому хотя бы минимально
честно сказать, да, что ну, она неудобная, вам никто не скажет. Also so ehrlich würde keiner sagen, nee, das Buch ist unbequem. Das Buch heißt Debütant auf Russisch. Also Debütant weiß man, muss, kann man ja auch im Deutschen sagen, Anfänger, Novichok. Wir verbinden damit Tod, Verletzungen. Also dass man damit auch Menschen umbringen kann. In Russland gibt es inzwischen Tomatensorten, die Novichok heißen. Wodka-Sorten, die unter diesem Namen verkauft werden. Was sagt uns das über die russische Gesellschaft? Hm. Я не могу сказать, что это что-то говорит прямо вот об обществе в целом, потому что общество, хотя и атомизировано, все довольно разное. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass das etwas über die Gesellschaft als Ganzes sagt, weil, obwohl ich natürlich darüber spreche, aber doch, die Gesellschaft ist ja auch sehr unterschiedlich. Но совершенно очевидно, что есть такое, да, активное прогосударственное меньшинство. И этим ситуация немножко отличается от советской, да, потому что в советской ситуации любой активизм был под очень строгим контролем. Активисты на самом деле никаким активистом не были. Все было заранее сильно срежиссировано. Und was aber offensichtlich ist, es gibt eine sehr aktive staatlich, sagen wir staatlich, dem Staat gut gelegene Minderheit. Und das ist etwas anders als in der Sowjetunion. In der Sowjetunion gab es zwar Aktivisten, aber diese Aktivisten wurden organisiert. Da gab es quasi Regie vom Staatswegen und alle Aktivisten waren eigentlich keine echten Aktivisten. Да, сейчас же у людей появилось очень много способов показывать свою лояльность, свой восторг в связи с государственной политикой. И, конечно, они этим пользуются. Aber jetzt haben die Menschen tatsächlich die Möglichkeiten, sehr vielfältige Möglichkeiten, deren Loyalität gegenüber dem Staat zum Ausdruck zu bringen oder deren Begeisterung gegenüber dem Staat. Und sie nutzen diese Möglichkeiten. И параллельно, конечно, возникло достаточное количество таких paramilitary организаций, да, которые формально никакому государственному органу не принадлежат, но используются для атак на гражданское общество. Мы говорим и про цифровой мир, и про мир реальный, мир уличный. Aber parallel dazu gibt es eine Anzahl von, sagen wir, sogenannten paramilitärischen Organisationen, die formal dem Staat nicht angehören, aber der Staat nutzt sie, wenn man zum Beispiel irgendwelche Anschläge auf die Zivilgesellschaft machen möchte. Und das ist absolut egal, ob das jetzt in digitaler Form oder tatsächlich in echt auf der Straße geschieht. С чего буквально месяц назад началась и ныне продолжающаяся атака на мемориал, на самое старейшее, наверное, да, на сегодняшний момент и авторитетное, да, российское НКО, занимающееся памятью и правами человека. С того, что во время показа фильма в зал врывались десятки молодых людей в масках, пандемия, и сорвали показ. Wie fing vor einem Monat erst an, der Angriff auf das Memorial? Memorial ist eine der ältesten Nichtregierungsorganisationen in Russland, die sich mit dem Gedächtnis beschäftigt, mit den Menschenrechten beschäftigt. Das fing damit an, dass ein Film dort ausgestrahlt wurde und während des Films kam eine Gruppe junger Menschen mit Masken, wir haben ja Pandemie, und haben eigentlich diese Filmausstrahlung gestört. Это был фильм Агнешки Холланд о Голодоморе, о целенаправленном уничтожении с помощью голода украинского крестьянства в 30-е годы. Das war ein Film von Agnieszka Holland, da ging es Holodomor. Das war die gezielte Vernichtung von den ukrainischen Bauern durch das Hunger in den 30er Jahren. И что кричали чудесные люди в
черных в основном масках, они кричали «позор». Они кричали хором «позор, позор, позор». Und was haben diese Menschen, die hauptsächlich schwarze Masken trugen? Sie haben geschrien Schande, 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 Schande. Ну, то есть эта ситуация перевернутая на 180%, да, с ног на голову. Diese Situation war so, dass man das Ganze quasi auf den Kopf gestellt hat, also um 180 Grad gedreht. Да, и это часть той стратегии, с которой мы начали сегодняшний разговор, да, где публичное сознание постоянно становится объектом атаки, постоянно становится объектом искажений, да, и в конце концов, да, черное уже фактически становится белым и наоборот. Und das ist eben ein Teil der Strategie, über die wir ganz am Anfang unseres Gesprächs gesprochen haben, wo man das öffentliche Bewusstsein verändert, wo man quasi alles verzehrt, wo man alles auf den Kopf stellt und wo man tatsächlich dann anfängt zu denken, dass das Schwarze doch weiß ist und das Weiße schwarz. И я не знаю, как к этому относится российское общество в целом, но российское общество, очевидно, этому и не особо препятствует. Ich weiß nicht, wie die russische Gesellschaft insgesamt dazu steht, aber ich kann sagen, dass die russische Gesellschaft versucht, das nicht zu verhindern. Потому что препятствовать надо было сильно, сильно раньше. Weil wenn man das verhindern wollte, dann hätte man es viel, viel, viel früher machen müssen. Ich habe jetzt noch einige Fragen, aber ich, Sie sollen auch zu Ihrem Recht kommen und auch die Fragen stellen dürfen. Deswegen würde ich ganz gerne die Diskussion jetzt erstmal eröffnen und fragen. Ja, ich habe eigentlich eine eher technische Frage. Sie haben erzählt, dass Sie auch in den Archiven recherchiert haben. Ich meine, Informationen zu Chemiewaffen, Biologiewaffen ist ja nicht nur in der Sowjetunion oder im heutigen Russland, eigentlich unterliegt strengster Geheimhaltung auch in westlichen Staaten. Deswegen meine Frage, wie sind Sie denn in diese Archive gekommen? Welche Archive waren das? Gab es Schwierigkeiten, da zu recherchieren? Ist das Zeitfenster jetzt wieder geschlossen? Und wie haben Sie, letzter Punkt, wie haben Sie Ihre Gesprächspartner aus den geschlossenen Städten gefunden? War das so eine Art Schneeballsystem, dass Sie weitergereicht wurden? Hatten Sie, wer gab Ihnen die Telefonnummer, die erste sozusagen? Давайте начнем с закрытых городов. Dann fangen wir erstmal mit den geheimen Städten an. Во-первых, кроме писателя, я 15 лет занимался журналистикой, в том числе расследовательской журналистикой. У меня есть некоторые навыки розыска людей, которые не хотят быть разысканными. Erstens, bevor ich Schriftsteller geworden bin, war ich jahrelang ein Investigativjournalist und ich habe einfach die Erfahrung, Menschen zu finden, die nicht gefunden werden möchten. Ну, на самом деле это шутка, потому что публикуется очень много мемуаров. Эти закрытые города уже совсем не так закрыты, как они когда-то были. И первых людей было найти достаточно просто. Да, с тех, с кого ты начинаешь разматывать эту нитку. Das ist natürlich ein Scherz. Aber in der Tat, es gibt eigentlich sehr viele Menschen, die Erinnerungen schreiben, die ihre Memoiren schreiben. Und die geschlossenen Städte sind ja auch nicht mehr geschlossen. Deswegen war es eigentlich recht einfach, die ersten Menschen zu finden, von denen ich quasi angefangen habe, diesen Wollknoll weiter also zu entwickeln. Речь, естественно, не идет о тех главах секретных лабораторий, которые там работали. Речь идет о... Вот в случае, который я описывал про людей, которые себя считали римляне, о врачах, которые были очень, врачах очень высокой квалификации, которые были приглашены в этот город лечить этих римлян. Ich spreche natürlich jetzt nicht über irgendwelche Laborleiter, die nicht, aber ich spreche über diese Menschen, wo ich Ihnen erzählt habe, dass er sich für so einen Römer gehalten hat. Und das war zum Beispiel ein Arzt. Das waren Ärzte, die wurden in diese Städte eingeladen. Das waren Ärzte, also die Besten der Besten. Und die wurden dahin eingeladen, um natürlich die Menschen zu behandeln. И, конечно же, речь идет о тех городах, которые, в общем-то, уже либо потеряли этот статус, либо все-таки открылись частично.
Und natürlich geht es um die Städte, die entweder diesen Status schon verloren haben oder sich teilweise geöffnet haben. Потому что, конечно, наверняка существуют еще города, о которых мы просто даже не знаем. Ich bin sicher, es gibt noch weiter diese geschlossenen Städte, aber darüber wissen wir eben nichts. Очень интересный и важный вопрос про архивы. Естественно, я работал не в российских архивах по этой теме. Was die Archive angeht, ist eine sehr interessante Frage. Selbstverständlich habe ich nicht in Russland in den Archiven gearbeitet. В российских архивах я работал тоже достаточно много, но это по истории репрессий сталинского времени. 20-е, 30-е, 40-е годы, дела моих репрессированных родственников. Их можно получить. Was die russischen Archive angeht, da habe ich schon auch viel gearbeitet, aber da ging es um die Geschichte des Stalins Repressalien in den 20er, 30er, 40er Jahre. Da wollte ich über meine eigenen Verwandte recherchieren und da hat man das Recht dazu. Источником же для этой книги в основном послужили архивы Литвы и Украины. Für dieses Buch waren die Quelle der Archive aus Litauen und der Ukraine. Это совсем не полные архивы, потому что в конце 80-х годов очень многое было вывезено в Москву. Не в Москву, но как бы в Россию. Diese Archive sind nicht vollständig, weil Ende der 80er Jahre wurde sehr vieles nach Moskau oder nicht nur nach Moskau, nach Russland gebracht. Можно сказать, что это остатки. Man könnte sagen, das sind Reste. Но, тем не менее, это довольно обширные и довольно интересные остатки, в которых есть настоящие жемчужины. Aber trotzdem sind diese Reste durchaus interessant und da ist auch noch viel zu finden. Da findet man auch gewisse Perlen. Поэтому Украина и Литва. В Литве эти документы были рассекречены еще в 90-е годы. Das ist dann vor allem eben die Ukraine und Litauen. In Litauen wurden diese Unterlagen, diesen geheimen Siegel schon in den 90er Jahren verloren. И в Украине это началось где-то в 2010-м, и процесс до сих пор продолжается. In der Ukraine fing das so etwa 2010 an und das geht auch noch weiter, dieser Prozess. Сейчас, конечно, все довольно сложно из-за пандемии, но во времена до вируса ты просто приезжал и работал. Jetzt ist recht schwierig wegen der Pandemie, aber vor Corona war es eigentlich recht einfach. Man fuhr hin und kam rein und hat dort gearbeitet. Сергей, ты используешь в романе эпиграф из Гёте, Фауста. И вот мне хотелось бы понять, ты сам смог себе ответить на вопрос, насколько создатель отвечает за созданное им, там, не знаю, младенца, дитя, даже если это... Sergei, ich übersetze jetzt mal die Frage. In diesem Roman gibt es eine Epigraph von Goethe aus Faust und da stellt sich die Frage, inwieweit der Schöpfer für seine Schöpfung verantwortlich ist, für sein Kind vielleicht, was auch vielleicht auch böse sein kann. Знаете, одним из и документальных источников, и источников вдохновения для этой книги была тоже судьба реально существующего и ныне здравствующего человека, химика по имени Вил Мирзоянов. Dokumentare Quelle für diesen Roman, als auch eine Inspiration für diesen Roman, war das Schicksal von einer realen Person, und diese Person lebt immer noch heute. Das ist ein Chemiker, der heißt Vil Mirzoyanov. Это один из первоначальных разработчиков и изобретателей Новичка. Das ist einer der ersten Entwickler und Erfinder von Novichok. Человек, который в середине 80-х годов по, может быть, даже божественному промыслу, понял, чем он на самом деле занимается. Das ist ein Mensch, der etwa Mitte der 80er Jahre vielleicht durch Gottes Willen verstanden hat, was er eigentlich tut. Да, и с ним происходит такая, ну, я бы сказал, почти апостольская метаморфоза. Он становится самым главным
протагонистом и сторонником химического разоружения еще в Советском Союзе, впоследствии в России. Mit ihm geschieht so eine, kann man sagen, apostolische Metamorphose. Der wird zum Protagonisten, zu dem Menschen, der vor allem für die für den Verzicht von chemischen Waffen in der Sowjetunion kämpft. Да, это человек, который всю свою последующую жизнь, да, потратил на то, чтобы исправить, если это возможно, последствия своего дьявольского озарения. Das ist ein Mensch, der eigentlich all das Leben danach dafür verwendet hat, das zu korrigieren, was im ersten Teil vielleicht durch seine diabolische Eingebung erschaffen hat. И это та мера ответственности, которая, мне кажется, точной. Das ist eben diese Verantwortung, die man eigentlich trägt. Noch Fragen? Ja, bitte. Entschuldigung, dass ich nicht zum Buch konkret frage, sondern zur Nawalny-Geschichte. Ich habe Sie so verstanden, dass die Tollpatschigkeit und die Imperfektion der Agenten durchaus auch kalkuliert war, um Verunsicherung herzustellen. Wir müssen uns gar nicht besonders verstecken, es ist alles möglich. Daran schließt sich für mich die Frage an. Für uns ist es kaum glaublich, dass dieses Telefongespräch erfolgreich sein konnte. Ist das real? Kann das wirklich sein, dass Nawalny mit seiner List erfolgreich sein konnte? Und in diesem Fall gehe ich doch davon aus, dass der Mitarbeiter des FSB nicht tollpatschig wirken wollte, sondern dass das eine wirkliche interne kleine Katastrophe war. На самом деле, пошло у них так или не так, это можно вот обсуждать очень долго, пока мы не знаем реальных оперативных целей. Wir könnten ja lange diskutieren, ob die da einen Fehler gemacht haben, ob das irgendwie so geplant war oder nicht geplant. Wir wissen das nicht. Und solange wir diese Fakten nicht haben, können wir das nicht genau sagen. Да, как вот показывает история священника, целью покушения было, чтобы на самом деле оказался в больнице у конкретного врача. Zum Beispiel, wir wissen ja nicht, welche Ziele man verfolgt. Und wenn wir das wissen, können wir auch nichts Genaues dazu sagen, wie diese Geschichte mit dem Priester zeigt. Das Ziel war ja letztendlich, dass in einem konkreten Krankenhaus bei einem konkreten Arzt landet. Поэтому здесь я не возьмусь ничего судить, но можно совершенно очевидно сказать, что вот эта безнаказанность, да, в которой они привыкли оперировать, да, она, конечно, на них действует совершенно развращающим образом. Ich kann jetzt nicht genau beurteilen, was da passiert ist, das weiß ich einfach nicht. Aber was ich sagen kann, dass diese Straffreiheit, das wirkt natürlich so, dass sie sich quasi allem überlegen fühlen, dass sie natürlich dadurch pervertiert werden. Внутри страны им нет большой необходимости как-то конспирироваться, чего-то скрывать. Все как бы на их стороне. Und innerhalb des Landes muss man auch nicht verstecken, man muss da irgendwie nicht sich ausdenken, so Geheimnisse draus machen, alle sind eh auf deren Seite. И, конечно, им совершенно не может прийти в голову, что их жертва оказывается настолько мужественной и смелой, что еще им просто и позвонить. Und denen kommt das nicht einfach in den Sinn, dass deren Opfer so mutig sein kann, dass man da einfach so einen Anruf macht. Потому что в их представлении, да, есть такое хорошее русское слово потерпевшие, да, вот все потерпевшие это не люди, не, как сказать, да, не субъекты своей судьбы, а они просто объекты их воздействия. Самое главное слово во всех практиках секретных служб объект, да, для них человек это объект.
Und in ihrer Vorstellung sind die Geschädigten, die sprechen eben nicht von Menschen, die sprechen eben nicht von Subjekten, die selber selbstbewusst eine Entscheidung treffen, sondern von Objekten. Das ist sehr wichtig in dieser Ideologie oder in dieser Praxis, wie sie arbeiten. Alle Menschen degradieren zu Objekten. Да, и когда объект вдруг перестает быть объектом и как-то какая-то в боевых искусствах сокращает дистанцию, они действительно думают, что это начальник звонит. Поэтому для меня как раз эта история фантастически реальная, фантастически показывающая, до какой степени дошел их внутренний распад, да, моральный. Непрофессиональный, я не могу здесь ничего сказать, какие у них были цели, планировали они убить или просто это неудачная история, ничего про это не могу сказать. Но их, ну, их моральный и такой даже цеховой распад уже зашел очень далеко, конечно. Und wenn dieses Subjekt, so wie man in militärischer Sprache sagen würde, die Distanz verkürzt, dann können Sie nur das eine denken, ah, da ruft der Chef an. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass es total realistisch ist, dass es genauso gewesen ist. Das ist ja deren Zerfall, deren moralischer Zerfall. Ich spreche jetzt nicht vom professionellen Zerfall, weil das weiß ich wirklich nicht, welche Ziele sie verfolgt haben. Vielleicht wollten sie ihn gar nicht töten, vielleicht haben sie was anderes gewollt oder sie wollten, aber das hat nicht geklappt. Das weiß ich wirklich nicht. Aber dieser moralische Zerfall von denen, von dieser ganzen Branche ist längst da. И как раз меня довольно часто смущает такая как бы распространенная привычка, что ли, ну, просто над этим смеяться. Да, вот они такие криворукие, косые, ничего они не умеют. Вот в советское время точно бы отравили. А это что? Это вот какие-то недоделки. Und was mir dabei bitter aufstößt, ist eben so eine Gewohnheit in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, sich darüber lustig zu machen. Man sagt, boah, das sind Idioten, die kriegen ja gar nichts hin. So viel Zeit, da hätten schon, wenn sie schon jemanden vergiften wollen, da hätten sie es auch geschafft. Aber jetzt diese, die können gar nichts. Мне кажется, что это тоже защитная реакция, потому что недоделки недоделками, а вся страна живет в страхе, и вся страна в их руках. Und das ist für mich ja auch so eine Art Schutzreaktion. Die sind vielleicht Idioten, vielleicht können die auch nichts, aber irgendwie hat man Angst vor denen und die haben alle Menschen in der Hand in diesem Land. Ja, aber Putin hat genau das gesagt. Nur Putin hat das gesagt. Können Sie die Maske abnehmen, man hört sie nicht. Nur eine kurze Bemerkung. Putin hat genau das gesagt. Okay, sorry, ganz kurze Bemerkung. Putin hat genau das gesagt. Er hat gesagt, wenn wir ihn hätten umbringen wollen, hätten wir es auch geschafft. Also der Zynismus ist sozusagen... Wir machen jetzt sozusagen eine Punktlandung. Sie können gleich gehen und müssen nicht die Hintertür benutzen, sondern können nach vorne rausgehen. Und eigentlich versuchen wir, unsere Lesungen immer ein Stück weit positiv zu beenden. Haben Sie noch eine Frage? Mhm. Ja. Ich wollte noch eine Frage stellen. Ja, ich habe es nicht gesehen. Und zwar, Sie sprechen von dem moralischen Verfall von einer bestimmten Gruppe von Menschen, die eben diese Sachen auch ausführen. Was mich aber sehr beeindruckt hat, war diese ständigen Flashbacks von dem einen Agenten Schirschnyov, der immer wieder an seine Zeit in Tschetschenien gedacht hatte und immer wieder entweder mit seinem Gewissen gerungen hat oder mit irgendeiner Angst. Gibt es da doch irgendwie so für Sie Spuren von Menschlichkeit bei diesen Menschen? Oder was ist denn der Grund für diese Angst gewesen bei diesem sehr tollpatschigen Agenten? Ну, по книге у него же остается не страх, у него остается ощущение, что он совершил там в Чечне ошибку. Это профессиональное, это не моральное. Was das Buch angeht, er hat keine Angst. Er hat nur das Gefühl, er hat einen Fehler gemacht. Und das ist kein moralischer Fehler. Er hat einen professionellen Fehler gemacht. И это удивляет его больше всего, да, что он такой профессионал, но однажды его удалось обмануть. И кому? Мальчишке. Und das eben... zerfleischt ihn am meisten, der denkt doch von sich, ich bin so ein Oberprofi und man konnte mich überlisten und wer? Irgend so ein dahergelaufener Junge.
И он мучается не от того, что он кого-то пытал, да, а мучается он от того, что он пытал не того, что того, кого он пытал, на кого он потратил эту тяжелую монету пытки, был просто нулем, он был никем. Und was ihn quält, ist nicht, dass er jemanden gefoltert hat, nein, sondern dass er den falschen Menschen gefoltert hat, dass er diese Folter dafür, und das ist schon ein extremer Aufwand, dafür eingesetzt hat, eine Null zu foltern. И в этом смысле... Я же не случайно ввел туда этого героя, потому что один из тех двоих, которые приезжали навестить собор в Солсбери, он тоже воевал в Чечне. Und nicht umsonst habe ich diesen Protagonisten da eingeführt, weil einer, der da bei Солсбери war, der hat auch in Tschetschenien gekämpft. И я думаю, что именно с Чеченской войны, конечно, и началась эта трансформация как и российского общества, так и в большей степени российского государства и его силовых институтов. Они все родом оттуда. И все те практики, которые мы сейчас видим примененными по всему миру, в общем-то, родились и выковались именно там. Und ich glaube, dass Tschetschenien war eben der Ausgangspunkt dieser Transformation der russischen Gesellschaft, dieser Staates, dieser Machtorgane und diese Praktiken, die man heute anwendet, die sind dort in Tschetschenien geboren. Безнаказанность где-то должна начаться, она где-то должна родиться. Вот в нашем случае, в случае нашей новейшей истории, она родилась там. Diese Straffreiheit, die muss ja von irgendwoher kommen, die muss irgendwo geboren sein. In unserer neuesten Geschichte kam sie eben aus Tschetschenien. Und Tschetschenien als ein Gebiet in Russland macht uns ja heute wieder Angst. Also jetzt nicht das Land an sich, sondern wie es regiert wird und von wem es regiert wird. Ну, мы на самом деле вообще не очень понимаем, что там происходит. Это же чистый монолит темноты, за редкими исключениями правозащитников, которые еще умудряются приносить оттуда какие-то новости. Also eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was dort passiert. Das ist wie so ein alleinstehender Stein, verschlossen, so ein Monolith und die seltenen Menschen, die vielleicht die dort Bürgerrechtler, die dort waren, die konnten vielleicht irgendwelche Nachrichten von dort überbringen. У меня поразительное ощущение, что даже в ситуации войны мы знали о происходящем там больше, чем в ситуации так называемого сегодняшнего мира. Und ich habe das Gefühl, dass wir in der Situation eines Krieges wussten eigentlich mehr darüber, über dieses Land, als in der Situation des sogenannten Friedens. Ich kann Ihnen das Buch nur ans Herz legen, weil es, ich finde jetzt überhaupt nicht mehr die Kurve, wie ich das so ein bisschen nett oder positiv formulieren soll. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so entlassen soll, quasi in der Vorweihnachtszeit, bis auf die Idee, lesen Sie sich das durch. Es ist tatsächlich Genealogie des Bösen. Es geht um die Entstehung des Bösen. Es geht um die Moral, um die Macht. Mir macht das Buch Angst. Wir sprechen von einem Land, das wir alle kennen und viele von uns sind dem ja auch freundschaftlich und den Menschen verbunden, aber ich kann Ihnen also nichts Gutes sagen, außer kaufen Sie es, lesen Sie es, lassen Sie sich das Buch signieren. Ich habe das, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, ich habe das wie in einem Rausch gelesen. Das ist so, Sie werden da so hineingesogen und kommen nicht mehr raus, bis Sie es zur letzten Seite gelesen haben. Also ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da waren. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Treffen ist, das wir hier haben und auch nicht das letzte Gespräch. Bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen, die heute Abend hierhin gefunden haben. Ich bedanke mich bei Ihnen, beim Kulturreferat für Russlanddeutsche und Edwin Wagentin, der uns immer wieder solche Lesungen ermöglicht. Ja, und eigentlich bei Ihnen allen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Der Büchertisch steht offen. Da können Sie die Bücher erwerben.
Хорошо.